Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Herzlich willkommen zum Blogbeitrag Nummer 158, Corona-Krise, die Entwicklung der Immobilienpreise. Was kann man wissen, was sollte man wissen und wie kann man diese Dinge, die momentan einfach gegeben sind, auch für sein Business wieder nutzen, um sich zu positionieren, um eben einfach am Ball im Markt zu sein. Also, es gibt jetzt hier auch natürlich keine Vorhersagung. Alles, was wir jetzt sagen, jede Meinung, die da ist, ist gut, weil ohne Meinung gäbe es kein Meinungsbild. Das heißt also, uns ist wichtig, dass Sie mit diesem Blog einfach ein Gefühl für bekommen, was kann ich mit meinem Kunden kommunizieren, gerade in den Zeiten, wo der Markt stark verunsichert ist. Das heißt, auch hier zeigen Sie ihm, wie er außerhalb der Corona-Krise einfach dem Kunden mal auf, welche Optionen gibt es denn, wenn ich eine Immobilie im Markt positioniere. Weil die Fragestellung haben Sie als Makler so und so auch außerhalb oder ohne Corona-Krise. Ihrem Kunden klarzumachen, ist er mit seinem Preis im Markt oder ist er außerhalb des Marktes? Im Markt heißt also, dass er einen Preis hat, der positionierbar, der auch verkaufbar ist. Und das haben Sie ja, da haben Sie alle Tools in der Hand. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die haben. Das wären Ihre Market Researches, das wären die Market Research Tools. Das ist Ihre Bewertung, egal wo Sie sie herhaben. Aber Sie können eine Aussage über eine Wertigkeit treffen. Und dort können Sie dem Kunden ganz klar aufzeigen, welche Optionen gibt es denn, wie ist denn die Marktentwicklung. Und ich betone, das sind Ihre subjektiven Empfindungen, die natürlich dokumentiert sind mit den Dingen, die Sie haben. Aber es bleibt eine Markteinschätzung. Und es ist gut, dass es so ist, weil Sie sollten Ihr Meinungsbild haben, weil Sie sind ja der Makler, Sie sind Player und können natürlich auch dann Ihre Erfahrungswerte einfach kommunizieren. Wie Sie das tun, da komme ich gleich zu. Nutzen Sie die Situation, die da ist. Nutzen Sie sie ganz einfach und haben Sie die Möglichkeit, sich selbst mit Ihrer Person und Ihrer Meinung natürlich gerne auch unter die Leute zu tun, Ihre Meinung zu kolportieren, Ihre Meinung einfach zu kommunizieren. Das heißt, keiner weiß eben, was morgen sein wird. Führt eben die Kurzarbeit, führt es zum Einbruch der Preise. Weil keiner dachte ja noch vor 4, 8, 10 Wochen, dass die Preise mal fallen könnte. Oder hatten Sie gedacht, dass was momentan passiert, komplette ausgestoppt, nichts mehr auf der Straße los, die Leute sind verunsichert. Ist es eine Sache, die in 3 Monaten vorbei ist, wenn wieder ganz normal geregeltes Leben stattfinden wird? Oder hat das Folgeerscheinungen für die nächsten Monate oder gar für Jahre? Denken Sie an den Crash 2008, Lehman Brothers, da war es ja genauso gewesen. Erst nach unten, da ging es wieder nach oben. Uns ist wichtig, dass Sie dem Kunden mit den Dingen, die Templates, die Dinge, die Sie nutzen, eben ein Bild aufzeigen können. Also nutzen Sie die Situation. Und unser Tipp, unsere Empfehlung ist, richten Sie sich einen TV-Kanal, einen YouTube-Kanal ein. Und informieren Sie Ihren Kunden über die Mechanismen der Preisentwicklung, über die Ängste der Verkäufer. Es ist Ihre Meinung. Das muss gar nicht richtig im Sinne von verifiziert sein. Es ist Ihre Meinung, die Sie dokumentieren, belegen über die Auswertung, die Sie haben. Teilen Sie Informationen zum Markt mit. Wie ist die Angebotssituation, die Nachfragesituation? Was passiert mit Immobilienkrediten? Es gibt genügend Beispiele im YouTube, dass Sie sehen, dass Sie auch Ihre Likes bekommen, dass Sie präsent sind. Es geht uns darum, dass Sie die Situation nicht passiv einfach miterleben, sondern aktiv die Dinge nutzen, um sich wieder zu positionieren. Für heute, für morgen oder für die Zeit, die wieder kommen wird, wenn der Markt wieder sich entsprechend normalisiert, wieder reguliert hat. Das heißt, nutzen Sie das. Das sind die Dinge, die Sie als Makler heute so und so in der Hand haben, Ihre Toolbox. Das ist unter anderem ein YouTube-Kanal, aber das, was Sie kommunizieren, sollte eben auch in irgendeiner Weise schon dokumentiert sein. Und das können Sie eben als Player dann schon weiterreichen. Wie wir es ja auch machen. Wir nutzen ja momentan genau das Gleiche in dem Blogbeitrag, um Ihnen es zu kommunizieren. Wir machen nichts anderes. Wir nutzen die Krise als Chance, Ihnen die Information weiterzureichen, die notwendig ist, damit Sie eben sich auch neu aufstellen und neu positionieren. Keine Angst vor diesen neuen Medien. Sie haben bestimmt einen in einem Bekanntenkreis, der sich ein bisschen auskennt, der das einrichtet. Aber vor die Kamera müssen Sie treten. Und tun Sie das. Tun Sie das ganz souverän und teilen Sie die Meinung mit. Sie werden Likes bekommen, Sie werden auch Dislikes bekommen. Darum geht es gar nicht. Wichtig ist nur, dass Sie kommunizieren, dass Sie da sind und eben auf die Dinge eingehen, die momentan der Markt bewegt. Ohne, dass Sie der große Voraussager oder Wahrsager sein müssen. Also, uns ist wichtig, dass Sie aktiv was tun und nicht sagen, oh Gott, große Jammertal, da hocken schon ganz, ganz viele drin. Oh Gott, alles so schlimm. Nutzen Sie die Chance, nutzen Sie die Zeit. Es gibt genügend Möglichkeiten, auch in der jetzigen Zeit, was zu tun, aktiv zu sein und eben schon wieder für die, ich hoffe, davon gehe ich aus, nahe Zukunft, für die wieder weiter, nahe gute Zukunft gewappnet zu sein.
Also, wenn Sie sagen, es hat mir gut gefallen, ich würde ganz gerne noch mehr wissen, dann besuchen Sie uns makler-wissen.de, Deutschlands erste E-Learning-Plattform für die Erfüllung der Fortbildungspflicht. Und seien Sie gespannt, bei makler-wissen.de gibt es auch ganz, ganz viele spannende Themen, die Sie mit Sicherheit auch interessieren werden. Also, ich freue mich auf Sie, besuchen Sie uns, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Rizzardt.